Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute fahre ich den Emerald Kreuzer Rang 5 bei den Briten. Eigentlich wirklich ein schnickes Stück hier. In Dienst gestellt 1926. Es geht los. Ich fahre nach D. In Dienst gestellt, wie gesagt, 1926. 7 Einser Geschütztürme oder Geschützrohre. 152 mm. Mit 13,6 Kilometer Reichweite. Torpedowerfer haben wir 4 Vierlingswerfer an Bord. 533 mm, 6 Kilometer Reichweite und 33 Knoten maximal Höchstgeschwindigkeit. Maximal Höchstgeschwindigkeit. Oh. Echt mal diese Typen hier. Okay, ja. Was soll ich machen? Das war jetzt unvorteilhaft. Good night left side. Was hat er für Probleme? Irgendwie fallen hier kaum welche hin. Und ja, auch hier, wie beim Vorgängermodell, beziehungsweise bisher bei allen britischen Kreuzern, nur AP verfügbar. Aber immerhin ist die Flughöhe der Granaten nicht so schlimm oder nicht so hoch wie bei der Danae oder dem Vorgängermodell. Das war schon richtig mies. Irgendwie fährt hier gar keiner hin, großartig. Weiß nicht, ob ich mich hier aufhalten will. Eigentlich will ich mich hier nicht aufhalten, ehrlich gesagt. Da fliegen schon die ersten Granaten. Ja, mit 13,6 Kilometer Reichweite bin ich ein bisschen blöd dran hier. Vielleicht die andere Emerald. Die muss auch näher ran dann. Wie eine Kase. Oh, da sind die ganzen Zerstörer. Gut, klar, ich könnte mich noch ein bisschen einnebeln. Meine Torpedos sind bereit. Da jetzt er hier. Ob ich den treffen würde. Ist halt auch blöd mit AP. Zerstörer zu schießen. Da hier Siegfried. Darf natürlich nicht vergessen, der ist sehr, sehr schnell. Und die Gnaven, die ballert die ganze Zeit auf den rauf. Ey, Wahnsinn. Jetzt komm raus da. Wie man sieht, man muss richtig weit vorhalten, weil der fährt mit voller Geschwindigkeit. Aber wir haben schon immerhin schnell nachgeladen. Würde sagen, ich drehe mal ab hier. Ist natürlich alles jetzt nicht so einfach, wie man es gerne hätte hier. Immerhin, ich krieg nichts ab. Das ist auch schon was wert. Das ist auch schon was wert. Ah. So, Konzentration. Ich würde ja gerne auf die Krieg ballern. Ich werde beschossen. Das ist wahrscheinlich die Miyoko. Yep. Aber okay, ich bin schnell. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, für Kreuzer ist das schon ziemlich schnell. So werden sie mich nicht treffen. Aber da wir uns jetzt mittlerweile alle hier hinten aufhalten, jetzt kommen ja alle vor hier. Mann, da muss man ganz schön weit vorhalten. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Jo, hey. Ist halt scheiße, wenn alle nach hinten fahren hier. Oh, der ist weg. Die Königsberg hat ihn zerfetzt. Vorteil hier bei dem Schiff ist, die Türme haben sich recht schnell gedreht. Also die drehen sich wirklich schnell in die Richtung, die man halt jeweils benötigt. Ich könnte mich ja auch einnebeln hier, beziehungsweise ein bisschen Unterstützung geben. Ich meine, ich habe drei Ladungen, das ist ja auch nicht so schlecht. Das ist natürlich das Verbrauchsmaterial, das verbesserte Verbrauchsmaterial kostet dementsprechend auch. Es sei denn, man hat es zufällig mal in so einem Container gehabt. Ich habe letztens in so einem Supercontainer hier Feuer Brandbekämpfungsteam Rang 2 gehabt, 250 Mal, war auch eine coole Sache. Und einmal 10 Millionen Credits. Das war. Oh shit!
wenn da nicht mal schon Torpedos unterwegs sind. Torpedos voraus. Geht's aber schnell hier. Oh mein Gott. Ich sag mal so, ich drehe mal ab hier. Vielleicht noch ein, zwei auf die New York. Ich nehme mich auch mal ein. Einfach weil ich jetzt hier in einer richtig beschissenen Position bin. Einziger Vorteil ist ja, dass er gleich weg ist und ich habe ja so ein scheiß Glück hier. Ich meine jetzt mal im Ernst. Jetzt mal im Ernst. Oh, fuck you. Weiter rückwärts, weiter rückwärts. Nein, ich krieg einen ab. Alter, hör mal auf mit der Scheiße hier. Ah, Ende. Gegnerische Zerstörer gesunken. Oh Mann, ey. Ich meine, das ist richtig geil, aber ich meine, so viel Blödheit muss natürlich auch bestraft werden, meinerseits. Gebe ich ehrlich zu. Ja, man kann mich auch eure Hohlheit nennen. So ein... Oh, Siegfried. Verstanden. Komm Ihnen zu Hilfe. Okay, der hat den Witz nicht verstanden. Ist egal. Oh, ich hätte ja cappen können. Ah, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Jo, komm hier, du kleiner Mutter. Stand da gerade nicht 12-8? Werde ich so ohnehin nicht treffen. Schätze ich mal, zumindest. Aber ich habe schon wieder nachgeladen. Hier, komm, da ist er. Schlappwiener. Wie man sieht, ich habe es auch noch nicht ganz so drauf. Nicht absichtlich, bin jetzt nicht der Vollidiot, aber ich habe es noch nicht ganz so drauf, die richtige Entfernung, also die richtige, das Abschätzen per Geschwindigkeit und Entfernung. Noch weiter vorhalten. Das könnt ihr jetzt hinhauen. Wenn ihr nicht gleich jemand anders wegsammelt. Ah, jetzt wird schon wieder ab. Okay. Ein einzelner Torpedo macht sich auf den Weg. Ach nee, da sind ja noch mehr. Aber die kommen von ihm. Da er weg ist. Gut, vor der New York habe ich jetzt nicht wirklich Angst. Die Reichweite liegt ja auch so... bei 14,5 irgendwie sowas, also richtig weit war es nicht. Die New Mexico hat ja eine Reichweite von 14,9, soweit ich mich entsinne. Trotzdem ein Treffer und ich bin wahrscheinlich weg. Da ist unsere Minikase immer noch nicht in Schussreichweite. Jetzt haben wir es aber gleich. Der Typ ist natürlich jetzt ein bisschen blöd dran, denn jeder wird ihn jetzt
fertig machen wollen. Und wenn er mich sieht, wird er dementsprechend auch reagieren und zwar mir die Klöten wegschießen. Hier abschätzen ist alles. Okay, es waren Treffer mit bei, aber keine großartigen. Einfach weiter feuern. Feuern, bis der Kollege über den Jahrhundert ist. Das würde ziemlich gleich sein. Und wir haben gewonnen. Ich schätze mal meine Leistung eher so im mittleren Bereich ein, hoffe ich. Ich hoffe es. Schaden war nicht viel. Vorhin hatte ich ein geiles Gefecht mit der New Mexico. 163.000 Schaden. Da war ich auch noch infight mit der Bismarck. Und hab sie noch versenkt. Das war richtig geil. Ich hatte vorher noch ein anderes Schiff versenkt. Und dann die noch. Aber ich habe die Bismarck erst versenkt, nachdem sie mich versenkt hatte. Meine Geschosse waren halt noch unterwegs. Aber wir waren auf 5,5 Kilometer Reichweite. Und das war richtig geil. Ich gucke da trotzdem mal hier Teamwertung. Lass mich nicht so weit. Ah, ja, okay. Ja, muss man mit leben. Aber wenn man mal schaut, wir haben nur ein Schiff verloren. Ich meine, das ist eigentlich richtig geil. Also ich fand es unterhaltsam. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Was auch immer ihr zockt. Hinterlasst ein Abo, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann Arschlecken 350. Wir sehen uns beim nächsten Video. Also, haut rein. Ciao, ciao.